Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 4 HD. Wir befinden uns hier momentan in einem Armeestützpunkt, wo Ashley gefangen gehalten wird. Sie ist sogar nicht weit von hier entfernt. Allerdings dachte ich mir mal, bevor ich sie retten gehe, werde ich erstmal wieder ein wenig Zielschießen üben. Wir sind ja jetzt hier bei unserer vierten Herausforderung, würde ich sagen. Also unsere vierte Chance, unsere letzte Kronkorkensammlung hier zu vervollständigen. Erstmal hier, der Händler ist ja wieder da. Warte mal, da fällt mir eigentlich ein... What are you buying? Hat er zufällig noch was anderes zu verkaufen dabei? Also zum Beispiel... Ne, Erste-Hilfe-Spray hat er jetzt momentan gerade nichts vorrätig, aber ist ja auch kein Wunder. Ich habe ja schließlich noch welches hier in meinem Inventar. Welches ich sogar alsbald mal nehmen sollte. Und, oh! Mir fällt da gerade was auf. Ich hatte mich eigentlich ja hier im letzten Part irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil ich kein grünes Kraut hatte, das ich mit dem gelben kombinieren konnte. Aber ich hatte ja hier das noch übrig. Ist mir jetzt hier gerade aufgefallen, dass ich das hier noch hier stehen hatte. Wollte ich jetzt schon gerade so sagen, Mann. Was? Kann ich das ja gleich hier mal benutzen und die Gesundheit wieder steigern? Okay, und nun, ja. Wieder mal die Waffe aufrüsten. Und dann gehe ich jetzt hier rein. Einfach reingehen und die letzte Herausforderung meistern. Was vielleicht sogar ein bisschen dauern könnte. Also ich weiß ja nicht. Also ich glaube, beim letzten Mal habe ich auch verdammt lange gebraucht, bis ich das hier geschafft habe. Und bei meinem Zielkünsten, naja. Es ist auch bestimmt wieder mal so eine Sache. Das wird dauern. Okay, also nehme ich ja mal das hier mit. Fällt mir eigentlich ein, wieso... Genau, die Granaten könnte ich eigentlich auch mal dafür verwenden, um diese Herausforderung hier zu meistern. So, Spieltyp... D. Und los geht's. So. Okay, das bringt irgendwie nichts. Also es würde wahrscheinlich hier keinen Sinn machen, jetzt hier auf... darauf zu schießen, während Ashley jetzt hier so rumlungert. Warte mal, einfach mal kurz warten. Also, Ashley geht ja vorher runter, das weiß ich noch. Bitte? Oder auch nicht. Ach, verdammt, das ist... Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen mies. Also, die Herausforderung an sich ist ja echt scheiße. Mann. Viel zu viel Ashley. Mist. Das war scheiße. Das war einfach nur scheiße. Treffer, Punkte, gar nichts. Das war ja einfach nur Mist, ey. Kann man gar nicht treffen, wenn die so im Weg sind. Okay, das war jetzt hier nur reiner Glückstreffer eben gerade. Okay, das hat funktioniert ausnahmsweise mal. Ah, Mist. Okay, das lief schon besser. Okay, aber nur einen einzigen Preis dafür erhalten. Jawohl. Ich könnte ja natürlich mal versuchen. So spaßeshalber. Ich kann mal sehen. Warte mal. So, was willst du? Waffe wechseln. Für dieses Waffen musst du ja, ist klar, wähle die Art der Waffen. Scharfschützengewehr. Okay, dafür habe ich sogar eine normale Pistole dabei. Ich probiere es einfach mal aus. Also, ich kann jetzt nichts versprechen, dass ich das jetzt wirklich hier hinkriege, aber... Ah, nein! Verdammt! Okay. Na toll, ausgerechnet jetzt nachladen.
Scheiße! Mann, das lief eben gerade so gut. Halt still! Ich muss eigentlich echt sagen, also mit der normalen Handfeuerwaffe kann ich ja gar nicht mal so schlecht zielen. Blöd, dass die Munition so schnell verbraucht ist. Naja. Hätte besser sein können, aber ich versuch's nochmal. Also mit der normalen Handfeuerwaffe kann ich auf jeden Fall einiges ruhiger zielen. Moment, ich hab doch getroffen eben gerade. Oh Mann, die Waffe wackelt ein bisschen zu sehr. Ah, na toll, ach. Sag ja, das Nachladen nervt. Er steht doch getroffen. So ein Mist. Mann! Ah, Mist! Schon wieder konnte ich Salazar nicht treffen. Na gut, aber es lief gar nicht so schlecht. Aber ich muss mich ein bisschen besser konzentrieren. Also es, ich könnte natürlich richtig gut treffen mit der normalen Handfeuerwaffe, aber es ist dennoch nicht gerade einfach. Ach, Mist. Ah, das gibt's doch nicht. Verdammt. Ach, warte mal, ich bin ja so blöd. Wieso nehme ich dafür nicht das Scharfschützengewehr, wenn eigentlich ja mal irgendwelche mal hier so vor Ashley stehen oder so? Das ist doch auch mal eine Idee. Und, Alter! Dieses blöde Visier. Das wackelt immer jedes Mal so scheiße. Mann. Okay, das war echt mies. Ja, ich habe Ashley zu oft erwischt, deswegen viel zu viel Punkteabzug. Ach, Mann, ey. Aber eins ist klar, also mit der Waffe auf jeden Fall, wenn ich mal, wenn das mit dem Ziel mal richtig klappt, kann ich damit zumindest erstmal ordentlich Kopftreffer landen. Kriegt erstmal ordentlich Punkte. So, und jetzt versuchen wir mal hier mal mein Glück hiermit. Scheiße! Ah, ey, das ist doch echt nicht wahr. Ah, Mann. Jetzt komm schon. Das ist immer ätzend. Ich dachte, ich habe immer die Chance, den richtig zu treffen, muss ich ausgerechnet immer dann nachladen. Und schon wieder nix. Ach, na toll, jetzt mache ich hier schon wieder das erste Spiel. Ach, Mann! Ich sage ja, nur wenn es mit dem Ziel mal so richtig klappt, kann ich Kopftreffer landen, aber... Okay, das war einfach nur Mist. Na schön.
Da hilft mir das jetzt wirklich hier nicht weiter, also... Nee, nee, mit Einzelfeuerwaffe ist mir das einfach echt viel zu bescheuert. Also ich kann einfach nicht ruhig genug zielen. Deswegen hier lieber Schnellfeuer. Damit habe ich, denke ich, wesentlich mehr Erfolg. Vor allem jetzt, wenn ich sogar Zalazar treffen muss. Versuche ich das mal lieber mit David. Ah, Mann! Mann, nee, das bringt einfach nichts. Ich kann diese beiden Alten da einfach nicht treffen, wenn Ashley hier so im Weg ist und... Ach, Mann! So. Aber so treffe ich wenigstens Zalazar mal anständig. Ja, aber trotzdem, viel zu viel Punkte Abzug. Ah, Mann. Spielertyp D, nochmal. Nee, es bringt einfach nichts. Ich kann die einfach nicht treffen, ey. Aber immerhin. So treffe ich Zalazar wenigstens. Aber trotzdem, die Punkte sind einfach zu niedrig. Also gut, ich werde jetzt einfach diese beiden da auslassen müssen. Das hilft einfach nichts anderes. Hauptsache, ich verliere dabei nicht zu viele Punkte, denn sonst bringt mir das ja einfach nichts. Oder muss ich eigentlich immer alle treffen? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich denke mal, eigentlich ist es eigentlich nur auf die Punktzahl hier jetzt zu entscheiden. Aber es bringt mir jetzt nichts. Ich kann nicht auf die feuern. Und mit der Shotgun? Nee, das bringt nichts. Und dann schon, wie viele Punkte ich dadurch immer verliere. Wenn ich Ashley treffe, verliere ich immer jedes Mal satte 1000 Punkte hier. Okay, da habe ich sie jetzt erwischt. Ah, Mist. Schon wieder erwischt. Mein Gott, ich muss ruhiger bleiben. Also es bringt ja einfach gar nichts. Ich meine, ich habe schon wieder alle Punkte dafür eingebüßt. Aber immerhin, es kostet wenigstens nichts. Das ist schon mal eine gute Sache. Mist! Mann! Ja, Mensch, das ist einfach nur ätzend. Wenn die Waffe zu sehr wackelt, dann bringt das einfach nichts, hier ruhig zu zielen. Ja, ist echt bescheuert, wenn man hier nicht mit der Schulterstütze hier arbeiten kann. Da bringt ja eigentlich die TMP wirklich gar nichts ohne Schulterstütze. Und der Winkel selber ist auch nur Rotz. Ja, und ich glaube auch sogar, das war damals immer jedes Mal derselbe Fehler von damals, warum es immer so lange gedauert habe. Ich habe einfach immer jedes Mal Ashley versehentlich mit erwischt. Ich warte jetzt einfach, bis sie verschwindet. Egal, wie lange es dauert. So, wir werden jetzt nochmal in Ruhe nachladen. So, die interessiert mich jetzt auch ein Scheiß. Fürs Warten werden mir ja zum Glück keine Punkte abgezogen. Das ist doch schon mal was. Ja, Ladezeit ist vorbei, also ist mir jetzt von Wurst.
Und? Na also, das hat auch schon mal eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, wenigstens drei habe ich schon mal. Aber trotzdem jetzt hier den ganzen Part hier nur mit Zielschießen verbringen, das ist ätzend. Aber wenn ich es auf diese ruhige Art versuche, dürfte es eigentlich keine Probleme geben, das zu schaffen. Na doch. Oh ja, ich sehe schon, das ist eine ganz andere Schießherausforderung. Verdammt, einen hätte ich jetzt hier Ashley angeschossen. So, komm, Ashley, geh in Deckung, Ashley. Verdammt. Ja. Naja gut, es funktioniert wenigstens so, wie ich es mir vorstelle. Also die Preise kriege ich ja jetzt hier einigermaßen. Es ist also jetzt hier keine Schande, einige Ziele auszulassen. Im Gegenteil. Um die Herausforderung hier eigentlich einigermaßen gut bestehen zu können, ist es sogar wichtig. Zumindest jetzt hier bei meinen mittelmäßigen Schießkünsten hier. So, schnell nachladen hier. Und das mit Einzelschüssen funktioniert zum Glück auch einigermaßen gut. Nee, den lasse ich lieber. Das ist mir zu riskant, wenn der jetzt hier funktioniert. Okay, Salazar habe ich auch erwischt. Wunderbar. So, die alte schnell weg. Und da hinten auch. Und wie sieht's aus? Also, 5 Preise schon mal. Jawohl. Okay, eine bisschen Zeit habe ich ja noch. Also werde ich das jetzt mal hier versuchen. Jetzt immer schön weitermachen. So, okay, den da hinten, den lasse ich ja in Ruhe. Verdammt. Klar, erwischt. Na gut. Okay. Okay. Mist. Ah, Mann! Komisch, ich ziele immer jedes Mal genau drauf, aber dann zieht sich die Waffe jedes Mal so bescheuert. Ah, Mist. Habe ich Ashley jetzt doch auf einmal plötzlich erwischt? Na gut. Komm schon, die Chance nutze ich jetzt hier. Wenn ich eben halt ein bisschen Überlänge machen will. Ich will in diesem Part noch hier jetzt die Kronkorken bekommen. So. Nachladen. Okay. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Das kriegen wir hin. Jawohl. Erwischt. Und Treffer. Aber die Punktzahl hat leider nicht gereicht. Okay. Eine Runde noch. Hier hätte ich mehr. Ich hätte wahrscheinlich mehr Kopftreffer landen müssen. Ah, Mann.
schon jetzt hier. Das schaffe ich eh jetzt in dieser Runde nicht mehr. Ich glaube, ich habe ja eben gerade schon, oder? Obwohl das ja eigentlich an sich schon ganz gut funktioniert hat. Naja, wie auch immer. Freunde, ich werde an dieser Stelle erstmal den Part beenden und im nächsten, dann werde ich noch einen Versuch wagen. Oder mehrere, ich weiß es noch nicht so genau. Auf jeden Fall, im nächsten Part werde ich mir dann auf jeden Fall noch hier den letzten Preis holen, den sechsten Kronkorken in dieser Runde. Dann habe ich endlich alle vollständig und dann kann ich euch meine schöne Sammlung auch repräsentieren. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Resident Evil 4 HD. Bis dann und tschüss!